Damit machen wir in der Tagesordnung weiter. Machen jetzt doch einen relativ großen Sprung, weil wir dazwischen eine ganze Reihe von Punkten schon mit ohne Debatte absolviert haben und sind bei 32 der Dienstleistungskonzessionsvergabe für das Dresdner Stadtfest. Hier gibt es einen Änderungsantrag der SPD, der zunächst eingebracht werden kann, Frau Möbach. Und dann habe ich noch eine weitere Wortmeldung, Herr Lazinski, gemeldet. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Dresdnerinnen und Dresdner am Stream. Das Dresdner Stadtfest ist gerade erst Geschichte. Die meisten von Ihnen werden vielleicht dort gewesen sein und jeder, der dort war, wird bestätigen können. Es war ein tolles Fest und es waren sehr, sehr viele Menschen da. Aber wie das immer so ist, nach dem Stadtfest ist auch vor dem Stadtfest. Die Stadtfest GmbH hat jetzt ein sehr gutes Konzept für die Jahre bis 2025 vorgelegt. Mit der Möglichkeit der Verlängerung bis 2027. Das ist, diese Vergabe wollen wir heute beschließen und meine Fraktion wird dem auch zustimmen. Jetzt werden Sie sich vielleicht fragen, wenn wir es also toll finden, was soll dann dieser Änderungsantrag? Wir haben ein Problem damit, wie sich die Beteiligung an der Ausschreibung und der Konzeptentwicklung bisher darstellt. Warum? Es stimmt, die Dresdner Stadtfest GmbH ist seit 2011 per Konzessionsvertrag mit der Durchführung des Dresdner Stadtfestes beauftragt. Und ja, sie hat inzwischen langjährige Erfahrungen, sie hat eine gute Vernetzung in der Stadt und zu Förderern und ist mit den Anforderungen und den Gegebenheiten des Stadtfestes auch gut vertraut. Aber sie war eben, zumindest in der jüngeren Vergangenheit, auch der einzige Bewerber um dessen Ausrichtung. Und ehrlich gesagt, wir finden das schwierig. In der Regel ist es so bei der Bewerbung um gut dotierte Stellen oder auch bei der Bewerbung um gut dotierte Aufträge, dann wird möglicherweise die Ausschreibungsfrist nochmal verlängert oder Ausschreibungstext wird nochmal angepasst, um einfach mehr Bewerber zu erreichen für die Ausrichtung dieses so wichtigen und großen und auch zukunftsweisenden Festes für die Stadt. Die Stadt verändert sich und sie wird sich in den kommenden Jahren weiter verändern. Es gibt weitreichende, auch gesellschaftliche Veränderungen. Wir haben heute schon darüber gesprochen. Und das alles sollten wir bei den Überlegungen, wie wir dieses Stadtfest in Zukunft gestalten wollen, mit im Blick haben. Also, was wir uns wünschen, und das ist der Gegenstand dieses Änderungsantrages, ist, dass als Basis für die zukünftigen Ausschreibungen dieser Konzession ein Konzept entwickelt wird. Ein Konzept für ein einzigartiges, für ein originelles, für ein Dresden-typisches, aber auch ökologisches und interkulturelles Stadtfest der Zukunft. Wir wünschen uns also, dass neben dem Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Kunst, Kultur, Wissenschaft und Sport, der Kulturausschuss und auch die Stadtbezirksbeiräte Neustadt und Altstadt, weil die am meisten betroffen sind als ausrichtende Flächen vom Fest, mit einbezogen werden. Das heißt, wir würden uns wünschen, dass künftig von Anfang an eben erfahrene Vereine und Institutionen, die auch bei Stadtteilfesten mitwirken, die Dresden Marketing GmbH, das City Management und. Die vollständige Liste finden Sie im Antrag, mit an der Ausschreibung beteiligt sind. Nochmal, es geht nicht im Mindesten darum, das bisherige Stadtfest oder gar deren oder dessen Ausrichter zu kritisieren. Es geht darum, in die Zukunft zu schauen und sich nicht bereits jetzt auf eine Idee festzulegen. Dafür bitten wir mit unserem Änderungsantrag um Ihre Zustimmung. Vielen Dank. So, dann eine weitere Wortmeldung, Herr Lazinski. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Zuschauer. Eigentlich wird so eine Konzessionsvergabe im Wirtschaftsförderungsausschuss vergeben. Der Grund, weshalb wir im Stadtrat darüber reden, ist ja die Hebung, die im Wirtschaftsförderungsausschuss erfolgt ist. Auch meine Fraktion hat sich damals an der Hebung mit beteiligt. Uns ging es ähnlich, wie es gerade dargestellt wurde. Uns kam es schon etwas eigenartig vor, dass es nur einen Bewerber gab. Angesichts dieses attraktiven Angebotes, was die Stadt dort macht, erschien auch uns das relativ wenig. Wir haben jetzt die Zeit genutzt und haben uns nochmal etwas intensiver mit dem Thema auseinandergesetzt, haben uns auch mit einigen Vertretern aus der Veranstaltungsbranche unterhalten und sind letztendlich einhellig, haben wir die Meinung bekommen, dass es halt auch nicht viele gibt, die Feste in dieser Größe organisieren können. Es gibt halt nur einen sehr kleinen Kreis, der das kann und wir können froh sein, dass wir so ein gutes Stadtfest hier haben, was abwechslungsreich ist. Sie haben selbst gesagt, es war ein tolles Fest, jedes Jahr gibt es auch wieder was Neues zu entdecken und zu sehen und aus diesem Grund werden wir heute auch dieser Vorlage hier zustimmen. Den Änderungsantrag der SPD hingegen werden wir ablehnen, aus dem einfachen Grund,
Stadtbezirksbeirat Neustadt-Altstadt. Wie gesagt, es ist ein Stadtfest, da ist nicht nur der Stadtbezirksbeirat Neustadt-Altstadt betroffen, sondern die ganze Stadt. Es soll kein Stadtteilfest sein, es soll ein Stadtfest sein. Und das Letzte, was diejenigen, die das in den letzten Jahren so erfolgreich gemacht haben, brauchen, sind Leute, die ihnen da über die Schulter schauen, die glauben, alles besser zu wissen, es aber nicht besser können. Und aus diesem Grund werden wir diesen Änderungsantrag auch ablehnen. Vielen Dank. So, jetzt gibt es weitere Wortmeldungen. Herr Karten und Herr Maloney. Herr Karten, bitte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ganze Thema ist ja heute nur deshalb hier im Rat, weil der Wunsch im Ausschuss bestand, nochmal das Konzept, was der Konzessionär oder in dem Fall der Bewerber und jetzt der zukünftige Konzessionär, sobald er heute den Zuschlag erhält, dass dieses Konzept, was ja auch gelobt worden ist, nicht Bestandteil der Vorlage gewesen ist. Und insofern war es, denke ich, vernünftig, hier sich nochmal Zeit zu geben, dieses Konzept vorzulegen und allen die Möglichkeit zu geben, sich auch von der Qualität dieses Konzeptes zu überzeugen. Wir werden heute der Vergabe zustimmen, so wie wir das auch im Ausschuss gemacht haben. Und damit wäre die Sache eigentlich erledigt. Ich habe mich aber nochmal gemeldet, um auf diesen Änderungsantrag der SPD einzugehen. Und zwar deshalb, weil es in der Regel unüblich ist, dass wir im Vergabeausschuss in die Arbeit der Fachseite eingreifen. Ich will das nochmal kurz erläutern. Wir im Vergabeausschuss, der ja sozusagen Teil des Wirtschaftsförderungsausschusses schon vor vielen Jahren geworden ist, wir beschäftigen uns mit der Frage, ist denn das Vergabeverfahren ordentlich gelaufen oder gibt es Anhaltspunkte, dass wir die Verwaltung zu genaueren Erläuterungen bitten müssen und Erklärungen für den Fall, was in der Regel nicht passiert, im Vergabeverfahren nicht den Vergaberegularien entsprochen hat und dann uns auch die Möglichkeit zu geben, das abzulehnen. Das haben wir gemacht, haben wir geprüft. Was wir aber in der Regel nicht machen, ist, dass wir in die Arbeit der Fachseite eingreifen, weil das muss in den zuständigen Ausschüssen oder in den jeweiligen Bereichen der Stadtverwaltung besprochen werden und dort geregelt werden. Jetzt ist aber nach dieser Ausschussberatung im Juli, Anfang Juli, Mitte Juli dieser Änderungsantrag gekommen, genau mit dieser Intervention, und zwar in einer Form, dass Sie im Grunde mit dem, was Sie beantragen, das bisherige Vorgehen bei der Ausschreibung ändern wollen. Bisher war es so, wir schreiben die Konzession aus, wir lassen uns von Bewerbern, und im Übrigen bei der vorhergehenden Ausschreibung waren es noch zwei, lassen wir uns Konzepte vorlegen und am Ende gibt es ein Bewertungsschema, was anhand des Preises und der finanziellen Rahmenbedingungen und des Konzeptes sozusagen den Zuschlag erteilt. Und was Sie jetzt machen wollen, ist, dass dieses Konzept zukünftig von der Stadtverwaltung geschrieben wird, gemeinsam mit den Partnern, die Sie im Antrag erwähnt haben. Und da sage ich Vorsicht, weil ich dort die Gefahr sehe, dass wir einen großen, bunten Blumenstrauß von Wünschen bekommen und am Ende wir uns die Frage stellen müssen, können wir überhaupt noch eine Konzession ausschreiben, wo das bisherige Prinzip, dass es nämlich die Stadt nichts kostet und wir machen immerhin das größte Stadtfest in ganz Deutschland und die ganze Feierei, sage ich jetzt mal, bezahlt wird von Sponsoren und aus den Umsätzen, die die Stadtfestbesucher an den Ständen lassen. Dort sehe ich eine Gefahr. Es könnte am Ende sogar so sein, dass wir keinen Konzessionär finden, der das wirtschaftliche Risiko trägt und die Finanzierung übernimmt und dass wir dann vielleicht Selbstveranstalter werden müssen. So, mit den damit auch verbundenen Risiken, mit den Kosten, die das Ganze nach sich zieht. Und da sage ich, darüber kann man ja prinzipiell reden, aber aus meiner Sicht nicht in der Form, dass wir hier einen Ergänzungsantrag zu einem Vergabeverfahren hinten dran hängen und wir, sage ich mal, durch die kalte Küche und durch die Hintertür das jetzt kurzfristig zur Entscheidung bringen. Da wäre ich dafür zu sagen, wir schieben das Thema, wir können uns gerne im zuständigen Ausschuss darüber unterhalten, wir können auch zunächst mal die Auswertung des Stadtfestes von diesem Jahr vornehmen und uns dann überlegen, was kann man denn bei der nächsten Ausschreibung vielleicht noch anders oder besser machen. Das ist ja legitim, aber das müssen wir in Ruhe machen, das gehört in den Ausschuss und gehört eben nicht als Anhängsel zu dieser Vergabe. Und aus diesem Grund, so ehrenwert Ihre Gedanken sind, die Sie sich da gemacht haben, würden wir das heute an dieser Stelle ablehnen. Und ich bitte auch alle Kolleginnen und Kollegen,
mit dieser Begründung sich nochmal Gedanken zu machen, ob es jetzt wirklich sinnvoll ist, das in diesem Moment hier in der Form übers Knie zu brechen oder ob es nicht sinnvoller ist, diesen Antrag abzulehnen und die Arbeit im zuständigen Fachausschuss nochmal aufzunehmen zu diesem Anliegen, was Sie vorgetragen haben. Vielen Dank. Als nächste Wortmeldung Herr Maloney. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, wir lehnen auch den Änderungsantrag ab. Ich will es auch mal kurz begründen, wofür. Stefan Kahn hat gesagt, es würde das Risiko bestehen, dass die Stadt selber Ausrichter eines sogenannten oder des Stadtfestes werden würde oder werden könnte. Das wäre, glaube ich, das Schlimmste, was diesem Stadtfest passieren kann. Wir haben es jetzt erlebt bei der Ausschreibung von thematischen Weihnachtsmärkten. Was passiert, wenn die Stadtverwaltung, Kulturamt, Straßentiefbauamt versuchen, regulativ in solche Veranstaltungen einzugreifen oder anhand sehr subjektiver Bewertungen auf solche Vergaben einwirken? Dann vergeben wir nämlich am Ende gar nichts mehr. Wir haben ein Stadtfest, das den Leuten gefällt, das auf sehr viel Zuspruch stößt. Das hat man gesehen, wenn man am Stadtfest war, nicht nur in Dresden, sondern auch im Umfeld. Und deswegen sollten wir die Sachen doch denen überlassen, die es können, die Profis sind. Und wir haben es gesehen, sei es jetzt die thematischen Weihnachtsmärkte, sei es Stadtfest, sei es viele andere Vergaben, auch im handwerklichen Bereich. Wir bekommen immer weniger Bieter. Wir haben mehrere Vergaben im Wirtschaftsförderungsausschuss, wo wir nur einen Bieter haben und uns dann immer wundern, warum gibt es so wenig Bieter. Je mehr ich reguliere, je mehr ich versuche, den Bieter, der weiß, was er uns anbietet, der selber kreativ ist, der mehr als nur Stadtfesterfahrung hat, sondern auch eine Erfahrung mit anderen Events hat, die werden wir versuchen, diesen rein zu regieren in einem vermeintlichen Wissen, was die Leute denn wünschen oder was die Leute sich denn zu wünschen haben bei solchen Veranstaltungen. Umso mehr zerstören wir solche Veranstaltungen, umso mehr vergraulen wir auch die Bieter für solche Veranstaltungen. Und deswegen bitte ich Sie alle, der Vorlage zuzustimmen und den Änderungsantrag abzulehnen. Vielen Dank. Wird weiterhin das Wort gewünscht, Herr Schulze. Ja, nur kurz dann auch zu unserem Abstimmungsverhalten. Wir werden uns hier enthalten. Im Grundsatz kann man diesen Anliegen zustimmen. Auf der anderen Seite muss man natürlich aber auch betonen, also wer das Stadtfest kennt, wer sich sag ich mal, mit dem Stadtfest schon seit Jahren beschäftigt, weiß dann, dass im Prinzip auch viele Veranstaltungen, die ihr hier sozusagen vorschlagt, Eileen, auch schon stattfinden dann. Also es gibt sozusagen Sportveranstaltungen auf dem Altmarkt. Es gibt sozusagen auch Nachwuchs, zum Beispiel Band oder auch Musikerinnen-Veranstaltungen auf der Bühne hinterm Goldenen Reiter. Also das findet, sag ich mal, in vielen Teilen schon statt. Das, was wir in der Vergangenheit festgestellt haben, ist dann, dass auch, wenn es in den Wirtschaftsförderungsausschuss dann oder auch im Kulturausschuss dann zu den Berichten gab dann über das Stadtfest, wenn Anregungen aus den Ausschüssen heraus an die Veranstalter gekommen sind, dann sind die weitestgehend auch aufgenommen worden. Sie sind sozusagen auch in Zusammenarbeit mit der Australe zum Beispiel auch stattgefunden. Das sind schon viele Ansätze, die auch gemacht haben. Und es hat sozusagen auch tatsächlich eine deutliche Qualitätssprung dann, wo wir das zum ersten Mal vergeben haben, 2011, zu dem, was wir sozusagen auch jetzt die letzten Jahre auch erlebt haben, schon gegeben bei der Ausgestaltung des Stadtfestes. Also von der Seite her ist vielleicht gut gemeint, vielleicht sollte man das mal diskutieren. Ich finde es tatsächlich dann, und da schließe ich mich auch Steffen Karten in der Meinung an, schwierig dann, dass wir sozusagen hier ein Verfahren komplett anders aufbringen dann oder einsetzen wollen, dann, als wir das bisher gemacht haben, weil damit wir wirklich dann in diese Veranstalterrolle selber reinkommen. Und dann müssen wir uns auch, dann müssen sozusagen auch die Finanzierung geklärt werden. Das habt ihr hier nicht gemacht. Wir werden uns enthalten an dieser Stelle dann und von der Seite her auch, ja, können wir das nochmal, sag ich mal, in Ruhe vielleicht diskutieren, den Vorschlag. Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen kann ich nicht erkennen. Dann kämen wir zur Abstimmung. Und haben zunächst den Änderungsantrag der SPD. Wer dem folgen möchte, müsste jetzt dem zustimmen. Ja-Stimmen, 36 Nein-Stimmen, 13 Enthaltungen, damit abgelehnt. Somit kommen wir dann über die Abstimmung über das federführende, vorbereitende Ergebnis zur Vergabeentscheidung des Wirtschaftsausschusses. Wer dem folgen möchte, bitte ich jetzt um Stimmzeichen.
55 Ja-Stimmen, 3 Nein, 10 Enthaltungen damit so zugestimmt.